Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play X-Men Legends. Ich bin Marv. Und wir werden uns jetzt hier wieder durch die Einrichtung schlagen. Da können wir gleich speichern, das ist sehr gut. Der letzte Speicherstand ist jetzt schon ein Weilchen her. Wir können ja hier nicht frei speichern, das funktioniert ja leider nicht. Ich will keinen Mist erzählen. Nee, kann ich wirklich nicht. Und da sind wir auf solche speziellen Speicherpunkte angewiesen. Das machen wir jetzt auch mal wieder hier. Und in dieser Folge werde ich mich jetzt erstmal nochmal um meine Helden kümmern. Schau nochmal, wie die ausgerüstet sind. Dass ich nicht da jetzt irgendwie irgendwelche Gegenstände vergesse oder irgendwelche Punkte. Der hat noch einen übrig. Setz den in den Strahl rein. Ist der auch weg. Die haben jetzt alle schon Ausrüstung en masse. Unten, das gibt's noch nichts. Auf der Position haben wir auch bei jedem etwas. Das ist schon gar nicht schlecht. Der hat auch noch einen Punkt übrig. Propeller-Kick wäre nicht schlecht. Dass ich da noch einen reinsetze. Das ist nämlich gar nicht so eine schlechte Fähigkeit. So, Storm hat auch noch einen Punkt übrig. Auf Level 7. Blitzraserei, das sieht da vielleicht einfach noch ein bisschen... Nee, brauche ich Level 9 für. Ein bisschen mehr Schaden macht, wollte ich sagen. Flug, da wird sie weniger Energie verschwenden. Das ist gar nicht schlecht. Nächster Level, plus 50 Schaden und 10% extra Erfahrung. Ich kann auch erstmal sparen, dass ich hier bei Storm auf jeden Fall den Wirbelwind bekomme. Da kann ich nämlich auch, glaube ich, Feuer mit ausmachen. Glaube ich. Ist nur eine Vermutung. So, hier haben wir noch einen Punkt übrig bei, bei Wolverine. Der kommt wieder in den Angriff, dass er mehr Schaden macht. Cyclops haben wir nichts, Beast haben wir auch nichts. Okay, dann passt das soweit. Das Team lasse ich jetzt auch noch ein bisschen so. Wir werden jetzt den alten Speicherstand nochmal überschreiben. Und in dieser Folge uns erst nochmal die neuen Discs aus dem Gefahrenraum anschauen. Da werde ich einfach nochmal in den Gefahrenraum-Modus wechseln. Wir haben jetzt hier nämlich neue Sachen freigeschaltet. Kann ich die alle verwenden? Nee. Da, vereinte Kräfte kann ich machen. Schauplatz, Verstecke, Werfe, Rückstoß. Also auf jeden Fall vereinte Kräfte. Wir bleiben erstmal bei dem Team. Oder will ich wen ersetzen? Cyclops ist nicht so der wahnsinnig starke, ne? Also den habe ich bisher noch nicht so aktiv brauchen können. Will ich ihn aber ersetzen? Wolverine ist der stärkste, Beast ist halt auch sehr, sehr stark. Ich würde auch gerne mal jemand anderen einfach mitnehmen. Für den Gefahrenraum lassen wir das Team nochmal so. The training course is activated. Begin. Mache 7 Kraftkombos innerhalb von 4 Minuten. Stimme deine Kraftangriffe mit denen eines Freundes ab, um die Kräfte zu vereinen. Generating opponent. Okay. Maybe you want to stay down. Attack my target! Wie mache ich das denn? I'll see you again, X-Men! There's no stopping me now! Wie sage ich denen denn, dass sie die... Generating opponent. I need a hand! Bringt ja nichts, wenn keiner da ist. Indeed. Und nicht ein Combo hinbekommen. Generating opponent. Okay. Generating opponent. I will be. Also irgendwie klappt das nicht so, wie ich es gerne hätte. Generating opponent. Die sind alle so schnell tot. Wie soll das denn gehen, wenn die alle so schnell sterben? Also es bringt wahnsinnig viele Erfahrungspunkte. Generating opponent. Und viele Heiltränke. Generating opponent. Wie? Also das wird ja auch nicht erklärt, wie du das machst, ne? Yeah. Wäre ja einfach dann. Generating opponent. Es war bisher auch immer nur Glück, dass ich das dann irgendwie mal geschafft habe. Oh ja, das hat geklappt. Wieso auch immer. Generating opponent. You're lucky you're still breathing. Generating opponent. I'm in trouble here. Generating opponent. Right. Generating opponent. Attack my target!
Generating upload. Aber da kann ich auf jeden Fall ziemlich viele Erfahrungspunkte einsacken. Generating upload. Ihr seht schon, die steigen hier alle ein Level nacheinander auf. Generating upload. Generating upload. Generating upload. Generating a point. Wie gesagt, es ist mehr Glück, dass ich das bisher geschafft habe. Come on. I'm in trouble here. Man kann es sogar schaffen, ne? Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber ich mache es irgendwie. Yeah. Generating a point. This cannot be. Sweet dream. Hab's geschafft hier. Generating a point. I will come more energy to do that. Generating a point. Hier, ein Gewebegenerator. Die sind so teuer. Ist nicht da. Generating a Black Toms irgendwas. I need a hand. Generating a point. Combo! Combo! Oh, nice! Das geht richtig ab jetzt hier. This is quite a good. Sweet. Generating a point. Wollen wir nur eins? Right. Generating combo. Ich hab's geschafft. Have been successfully achieved. Oh ja, course is now complete. Well done. 573 Erfahrung. Junge, Junge, das geht auch richtig gut ab. Oh nein, seht ihr das da unten? Ganz unten. Habe ich noch ein Item liegen lassen. Das ist ja noch nicht so schön. Machen wir das nochmal? Benötigte Credits 7? Nee, benötigte Credits 14, benötigte Level 7. Ich glaube, ich mach's nochmal. The training course is activated. Begin. So, wollen wir generating nochmal. Combo! Generating opponent. Indeed. Attack my target! Generating opponent. Yes. Überhaupt nicht. Generating opponent. Got it. I'll see you again, X-Men! Generating opponent. I'm in trouble here! Generating opponent. Combo! Da mal eine. Okay. Das ist doch ein normaler Prügel-Kombo. Ah ja, das ist natürlich super. Generating opponent. Weiß von 7, wir haben das geschafft. Generating opponent. Oh, ich hab nur noch 5 von den Dingern. Generating opponent. Also jetzt in der zweiten Runde gibt es weder Items noch irgendwas. Generating opponent. Generating opponent. Da verliere ich jetzt ja fast mehr, als ich ausgeben kann. Also sinnvoll. Generating opponent. Sinnvoll umsetzen kann. I need a hand. Combo. Generating opponent. I don't have enough energy. Wir haben nicht genug Energie. Yes. Oh, meine Leute. Opponent. Okay. Okay. Yes. So. Generating a point. Thanks for playing. Generating a point. Yes. I have more energy to do that. Generating a point. Oh oh. Na, wir haben noch 2 Minuten. Generating a point. I need a hand. Generating opponent. Attack my target! Generating. Die sind aber auch so schnell tot, die Gegner. Das lohnt sich fast überhaupt nicht. Weren't so tough. Generating opponent. Generating opponent. Generating. Also langsam wird's eng. Ich krieg's nicht hin. You are destined to lose, X-Men! Generating opponent. Generating no, opponent. Cannot be. Form up on me. Affirmative. Generating combo. So, das Ding. Generating opponent. Yes. Don't ever. Generating opponent. Thanks for playing. Danke fürs Generating opponent. Combo. All objectives ah, ja. Have been successfully Wunderbar. Achieved. Course is now complete. Well schön, done. Schön, schön. Geschafft. 604 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht.
Dann schauen wir doch mal, was wir jetzt Feines alles eingesammelt haben. So, wir haben da schon wieder neue Punkte. Auf jeden Fall noch ein bisschen den Angriff von Cyclops nach oben drücken. Wieder ein Level 7, können wir gleich noch den Strahl aufbessern. Ich wollte ja mal einen Punkt sparen für den optischen Sweep. Das sollte ich auch mal durchhalten. So, bei dir Pinball, Propeller, Tritt auf Level 9. Du bist erst Level 8. So, können wir die Akrobatik noch ein bisschen hochsetzen. Doppelsprung. Ah ja, hier, der reflektiert Schaden. Das ist auf jeden Fall gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier, wir haben ja richtig viel. Schau ich das mal an. Also, warte mal zurück. Wir haben ein Zielimplantat, das 2% zusätzlichen kritischen Schaden macht. Dann können wir jetzt Toms Stock nehmen. Minus 20% Strahlenschaden, benötigt Level 7. Plus 1 Vitalität. Auch nicht schlecht. Boah, hat er 205 Lebenspunkte. Das ist aber ein richtig gutes Teil dann. Wahrscheinlichkeit kritische Treffer. Ich sollte Toms Stock auf jeden Fall meinem Hauptcharakter geben. Schau mal hier. Ach warte, nee, das ist... Den kriegt Wolverine, den behält Wolverine auch. Welchen von den Charakteren behalte ich denn? Mit wem gehe ich denn immer rum? Auf jeden Fall mit Wolverine. Beast ist halt auch echt stark, aber er hat seine Fähigkeiten sind nicht so wahnsinnig sinnvoll. Er ist einfach stark, weil ich viele Punkte in seine Stärke investiert habe, aber von seinem Können her ist er einfach kein Killer-Typ. Ja? So einer, der, wo ihr sagt, wow, das ist doch etwas, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Gewebegenerator. Den kriegst auf jeden Fall du. Fokus bleibt. Da kommt nichts rein. Schwächeanalysator. Black Toms Stock. Den kriegst du jetzt einfach. Ich habe im Moment keinen anderen, der das gebrauchen kann. Du bleibst bei Fokus. Agilität. Fokus. Strike. Vitalität Verbesserer wäre gar nicht schlecht. Aber sie braucht relativ viel Mana, damit sie die ganzen Zauber machen kann. Aber sie hat noch 2 Punkte. Schau mal hier. Machen wir denn, wo setzen wir die denn rein? Hier, den kritischen Treffer. Da haben wir noch einen. Auf jeden Fall in Angriff, dass du da noch ein bisschen mehr Schaden machen kannst. Beast hat auch noch was. Agilität, dass er noch ein bisschen... Nee, Fokus brauche ich bei Beast nicht. Das ist einfach sinnlos. Seine Fähigkeiten sind Schrott. Agilität, dass wir noch ein bisschen die Verteidigungswertung hochsetzen. Ihr habt sonst alles nichts mehr, das passt. Dann wollen wir nochmal schnell. Dann wollen wir nochmal schnell, vielleicht bei Forge, was verkaufen. Wir haben jetzt so viel. Warum habe ich denn die? Ach so, da steht sogar hinter, wer die es gerade angelegt hat. Okay. Wolverine, Beast, Wolverine. So, den hat keiner angelegt, also verkaufen. So, das, den Rest behalte ich noch. Jetzt habe ich 2136 Teile, das ist doch gar nicht schlecht. Ich brauche auf jeden Fall so ein Schild nochmal, aber brauche ich 2500. Hat er noch ein Schild? Ne, der hat nur das eine Schild. Nanofaserpanzer. Das ist gar nicht schlecht. Weil, also, die ganzen Leute haben noch kein Schild. Also werde ich noch ein bisschen sparen, weil beim nächsten Einkauf bei Forge müsste es dann drin sein. So. Speichern. Wenn ich das jetzt schon mal wieder gemacht habe. Bloß speichern, damit da nicht irgendwas Schlimmes noch passiert. Aber diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Ihr seht, ich habe jetzt hier viel eingekauft, bisschen Gefahrenraum gemacht. Und in der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play X-Men Legends mit Marv. Bis dahin, Servus.